Hallo Norbert, schön, dass du da bist. Ja, hallo Kilian, freut mich sehr, dass ich kommen darf. In dem Musical gibt es eine Szene, in dem der Satz "Raus ihr Pack, heute ist nicht Negro-Tag" laut in die Menge gerufen wird. Wie geht es dir, wenn du sowas hörst? Also wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, da war ich total schockiert bei diesem Satz. Ja, und zwar so schockiert, dass ich eigentlich nichts damit anfangen konnte. Ich habe den Film dann auch mit einigen Schülern angeschaut und habe die auch gefragt, wie es ihnen damit geht, und die waren auch total schockiert. Also, und das finde ich eigentlich nur sehr positiv, dass so ein Satz auch in der heutigen Zeit eigentlich nicht geht. Norbert, ja? Du unterrichtest im Kindergarten, in der Schule, an der Voss, Erzieherinnen und Erwachsene, Alte, Tiere. Oh sorry, ich glaube, das machst du noch nicht. Woher hast du diese Toleranz? Denn da sind ja bestimmt auch welche dabei, die nicht musikalisch sind. Also mir geht es eigentlich darum, dass die Leute, mit denen ich was zusammen mache, mit denen ich arbeite, dass die Künstler werden. Also wir stellen uns da oft in einen Kreis zusammen und beginnen mit irgendwas ganz Einfachem. Morgen zum Beispiel, da arbeite ich mit Flüchtlingen, da beginnen wir mit einem afghanischen Gedicht. Und dann stehen wir eine Stunde zusammen und daraus entwickelt sich irgendetwas. Man weiß nicht, was daraus entsteht. Wir machen Sprecherziehung, wir singen, wir stampfen, wir tanzen. Und danach gibt es dann irgendeine kleine Aufführung nur für uns. Die steht dann am Ende von dieser Stunde. Mir geht es darum, dass jeder Mensch so sein kann, wie er ist, und dass er in so einen kleinen, ja, transzendentalen Zustand kommt und dadurch zum Künstler wird. Und da ist es ganz egal, ob man ein Kind ist oder ein Flüchtling oder ein alter Mensch oder ein Erwachsener. Da lerne ich dann aber auch für mich, tolerant zu werden, weil ja jeder Mensch eigentlich ein Individuum ist. Was müsste passieren, dass du sagen könntest, ja, das Musical hat sich gelohnt? Ich denke, für mich wäre es wirklich eine gelungene Aufführung, wenn wir kurz vor der Premiere sagen können, jetzt kann ich total loslassen und wir machen jetzt richtig Musik. Jeder ist in seiner Rolle drin und kann wieder richtig Künstler werden. Vielen Dank für das nette Interview, Norbert. Ja, vielen Dank, Kilian.